In diesem Video gebe ich euch einen Hotel- und Zimmerrundgang hier im Hotel New York, The Art of Marvel. Meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, in diesem Video übernachten wir einmal hier hinter mir im Hotel New York, die Art of Marvel. Es ist ein ganz besonderes Wochenende, der Daniel wird nämlich 40 und wir haben uns dieses Hotel gegönnt. Wir haben bezahlt 500 Euro pro Nacht, ne, 530 sogar, ne? 505 Euro pro Nacht. Wir teilen uns das durch 4, weil wir zu viert in einem Zimmer übernachten. Da ist kein Frühstück dabei, da ist nur die reine Übernachtung und alles, was ihr sonst noch frühstücken wollt oder Abend zu Abend essen wollt, müsst ihr extra bezahlen, aber es fragen immer sehr viele nach Preisen. Die Preise variieren natürlich, zurzeit ist es Sommer, Sommerferien, Wochenende, da sind die Preise natürlich höher und zum Beispiel im November oder im Januar könnt ihr hier auch schon für 250 Euro übernachten. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. So, der Aufzug sieht natürlich auch sehr schön aus. Notre visite commence ici dans cette galerie. Kennt das jemand noch von euch? Du meinst Phantom Manor. Das war die alte Stimme von Phantom Manor. Die alte Stimme. Allez, entrez. Wir haben unser Zimmer gefunden. Wir haben die 115. Und natürlich sind alle Zimmernummern in der Marvel-Schrift. Das sieht richtig cool aus, wenn man hier durch die Gänge läuft. Und jetzt zeige ich euch unser Zimmer. Wir haben ein Zimmer für 4 Personen mit Gartenblick. Das ist das Bad mit einem riesengroßen Spiegel und mir. Hallöchen. Wir haben hier Zahnputzbecher, wir haben eine Seife und das weiß ich jetzt nicht so genau. Genau, wir haben eine Badewanne mit Dusche integriert. Da ist alles, was man braucht. Duschgel, Shampoo, Conditioner im Marvel-Style. Und ja, hier ist die Toilette. Auch gut zu wissen. Dann haben wir gegenüber von der Toilette oder von dem Bad eine Garderobe mit einigen Schubladen als Stauraum. Da ist auch noch mal ein Schrank. Schauen wir mal rein.
Ah, ein Bügelbrett und Bügeleisen. Falls das ist schon mal gut. Das ist gut, genau. Können wir uns für heute Abend schick machen. Ein Safe habt ihr auch. Und ja, das ist das Schlafzimmer sozusagen. Wir haben zwei große Doppelbetten im richtig modernen Stil. Wir haben ein Bild von Black Widow. Diese Lampen sehen richtig abgespaced aus, so ein bisschen wie die PlayStation 5, meinte der Daniel. Und ja, hier ist der Fernseher. Der ist in der Wand eingelassen. Ich zeige euch das mal von der Seite. Seht ihr das? Man sieht ihn gar nicht. Richtig cool. Ich weiß gar nicht, was... Also ich finde es so toll, dass ich nur noch richtig cool sagen kann. Hier sind auch nochmal Becher zum Trinken, Kaffeemaschine, Wasser. Hier haben wir noch ein Bild von Black Panther. Entschuldigung für die Störgeräusche im Hintergrund. Unser Room Service kommt gerade mit unserem Gepäck. Genau, das bringen sie denen nämlich auch aufs Zimmer. Bin ich gar nicht gewohnt hier bei Disney. Und hier ist noch so ein kleiner Sessel mit einem schönen Kissen. Und unsere Aussicht ist auf den Baseballplatz. Oh, muss die Gardine erstmal wegkriegen. Ja, der ist ja im Iron Man-Style, aber das sieht man jetzt hier sehr schlecht. Vielleicht zeige ich euch den in dem Hotelvideo dann später nochmal. Ja, das war's. Hier ist noch ein Sessel. Und was haben wir hier noch? Coffee Break. Ah ja, eine Bedienungsanleitung, wie man die Kaffeemaschine benutzt. Auch mal ganz hilfreich. Eine Begrüßung. Und Daniels Schreibtisch zum Schneiden. In der Nähe vom Pooleingang findet ihr auch das Marvel Design Studio. Da könnt ihr Zeichnungen anfertigen oder lernen, wie man Marvel-Zeichnungen zeichnen kann. Ich werde es nicht probieren, weil ich sowas nicht kann. Aber sieht schon sehr cool aus. Und wir schauen uns jetzt mal drinnen um. You can do drawings and colorings on this table. Uh-huh. Captain America's table. And also you can watch cartoons on the TV. Cool, thank you. And I can give you some colorings if you want. Oh no, thank you. We just look around. We want to film it. Thank you. Ja, wir hatten jetzt hier eine sehr nette Castmemberin, die uns hier eingeführt hat. Hier kann man zeichnen auf dem Captain America Tisch. Hier gibt es Tabletts, wo man spielen kann und Filme schauen kann. Ich schau mal, ob das hier funktioniert. Tatsächlich. Erstmal auf... Ah, es gibt sogar Deutsch. Mensch, das ist der Wahnsinn. Stellen wir mal auf Deutsch. Ah, hier, schaut mal, hier gibt's... das sind Spiele. Spiele, ja. Daniel, sollen wir mal was spielen? Nee, da haben wir keine Zeit für. Wir Ach, komm. Ein schnelles Video an. Nee, ich will lieber was spielen. Aber was willst du denn spielen? Weiß ich nicht. Wie gut kennst du Iron Man? Ja. Dann los. Play. What is Iron Man's real name? Tony Stark, nicht Tony Stark. Stark. Ja? Das ist super, das ist auf Deutsch. What company does Iron Man own? Darf ich auch mal überlegen? Der Hammer. Also. Ja, hier bitte die nächste. What is the name of the device that powers Iron Man's armor? Arc-Reactor? Ich hab keine Ahnung. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ich muss Kamera halten. Oh, Gott sei Guck Dank. Mal, richtig. What's nickname did Black Widow give Iron Man? Mr. Billionaire, würde ich jetzt sagen. Sagst du? Ich habe keine Ahnung. Oh. Oh, falsch. What villain did Iron Man pretend to be? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wir nehmen... MODOK. Was, bitte? MODOK? Also ich hätte jetzt Red Skull gesagt. Ah, beide. Ist beide falsch. Ja. What prank did Iron Man play on Dr. Doom? Keine Ahnung. Ich würde jetzt das letzte sagen. He paints his armor bright pink. He cancels all his movie subscription. Wow. What are the main colors of Iron Man's armor? Red and gold, oder? Ja, das wissen wir. How would Iron Man fight Thor if the God of Thunder turned evil? Ich würde jetzt das hier sagen. Mach mal. Oh. Falsch. Noch, noch zwei. What's Iron Man's main weapon? Ja, ist das nicht Missiles? Ich weiß also, ja, dann. Ich würde jetzt sagen, das.
Aha. Energy Blast sind das. Das hätten wir jetzt auch wissen müssen, ne? What does Iron Man get separated from other Avengers? A long vacation. Also der Mensch, der ist captured by Hydra. Boah, ich hab keine Ahnung. Ich hab die Avengers-Filme noch nicht geguckt. Ich würde sagen 2. Sacrifice ich himself? Keine Ahnung. Ha! Ah, richtig. So, unser Ergebnis. You are an agent in training. Ja, das ist doch ganz gut, oder? Ist okay. Ja, das hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall gibt es dann hier auch einige Videos zu gucken. Ihr könnt eure Kinder ja auch hier dann abends, wenn ihr zum Beispiel essen geht oder so und die Kinder keine Lust darauf haben, könnt ihr eure Kinder hierher bringen. Hier ist auch eine Betreuerin. Hier sitzen auch gerade einige Kinder, die möchte ich natürlich gerade nicht filmen. Aber die schauen jetzt hier Cartoons. Und es ist wirklich schön gemacht. So eine Art kleiner Kinderclub. So, wir gehen jetzt hier ins Manhattan-Restaurant und essen dort zu Abend. So, es sind noch nicht so viele Leute hier, deswegen zeige ich euch das Restaurant mal. Das ist ein ganz schöner goldener Kronleuchter. Sieht sehr edel aus, die Tische sind super schön eingedeckt. Man kann auch draußen sitzen, wir wurden gefragt, ob wir draußen oder drin sitzen wollen. Aber es ist doch sehr warm, deswegen haben wir uns für drin entschieden. Und ja, hier seht ihr die Plätze eingedeckt. Wir sitzen jetzt am Tisch und so sieht die Menükarte aus. Es gibt ein à la carte Menü, da könnt ihr euch einzelne Gerichte bestellen. Wir entscheiden uns aber für das Greenwich Menü, aber ich zeige euch mal kurz, was es hier so gibt. Geburtstagskuchen für dich, Daniel, ne? Ich habe heute keinen Geburtstag. Vielleicht kriegst du ja einen. Aber wir entscheiden uns für das Greenwich Village Menü für 42 Euro ohne korrespondierende Weine. Da ist es wieder. Ihr müsst ihr dazuhören, wir sind jetzt hier im Vier-Sterne-Hotel. Und mit korrespondierenden Weinen. Hier passen die Weine nicht, hier korrespondieren. Hier korrespondieren die Weine für 62 Euro. Das wirst du nehmen, richtig? Sie. Und oui. Da könnt ihr euch dann eine Vorspeise, einen Hauptgang und ein Dessert auswählen. Und dann gibt es natürlich Cocktails und Aperitifs. Und da werde ich mir heute noch was gönnen von. Da habt ihr auch die Weinkarte. Nur damit ihr mal so die Preise sehen könnt. Am besten einfach ignorieren, einfach bestellen und die Kreditkarte hinhalten. Aber dass ihr mal einen Eindruck davon bekommt. Also das ist hier das etwas teurere Restaurant sozusagen. Es gibt noch das Downtown-Restaurant hier im Hotel. Aber wir gönnen uns heute erstmal das Manhattan-Restaurant. Hier geht's zum Metropool rein. Leider können wir nicht so viel zeigen, denn wir gehen nicht schwimmen und wir möchten natürlich auch keine schwimmenden Gäste filmen. Ich kann euch ein bisschen Pool zeigen, und zwar den Außenpool. Hier schwimmt nämlich gerade keiner. So sieht's hier aus. Ist halt ein Schwimmbecken, ne? Mit ein paar Liegestühlen. Jetzt nichts Weltbewegendes, aber wenn man mal entspannen will, jetzt im Sommer am Nachmittag und eine Runde schwimmen will, ganz entspannt. Wir sind jetzt hier auf der Training Zone. Hier findet ihr ein Basketballfeld. Im Captain America, man sieht es kaum, Design und Iron Man. Sieht richtig cool aus. Von oben kann man es besser sehen, aber ja, haben sie echt cool designt.
Was ihr noch hier findet, ist ja so ein Outdoor-Fitness-Bereich mit so ein paar Geräten. Wenn ihr noch Zeit habt im Disneyland, der Sven demonstriert es gerade, könnt ihr noch was für eure Figur tun. Hier könnt ihr noch eure Beine trainieren. Und da hinten gibt es noch einen Boxsack. Ich laufe mal darüber. Ein Trampolin! Simones Zuschauer sollen das natürlich auch sehen. Ich sage euch, Hub, Hub, Hubschrauber-Einsatz, Hub, Hub, Hubschrauber-Einsatz. Oh nein. Ja, die Frau hat gerade eben gegessen, Burrata, Saltimbocca und Olive-Dingsens. Ich sage es euch, ich sage es euch. Oh je, oh je, oh je, deine Füße! Salto! Lass es! Was soll ich jetzt machen? Nix. Zieh deine. Nein, lass es besser. Lass es besser, zieh deine Schuhe wieder an. Wir sind jetzt hier in der Skyline Bar und die sieht wirklich mega cool aus. Zwischendurch fliegen auch ein paar Avengers durch die Lüfte. Spider-Man, Iron Man hier über die Bildschirme. Hier sitzen wir in dem schönen Action. Und ich zeige euch mal die Bar. Hier nochmal die Menükarte aus der Skyline Bar. Natürlich Disneyland Paris übliche Preise. Für Cocktails mit Alkohol 16 Euro. Hier sind so Epic Inspired Cocktails. Ich habe jetzt den Green Smash bestellt, der Daniel den Cosmic. Mal gucken, wie die gleich aussehen werden. Das sind nicht alkoholische Cocktails. Ja, so Standard Cocktails gibt es natürlich auch, wie Long Island Iced Tea, Moskau Mule und Cosmopolitan. Und ja, die klassischen Sachen. Und es gibt ja auch was zu snacken. Die Brina hat sich jetzt Chicken Wings und Kartoffeln bestellt. Vielleicht noch was Süßes, das kann ich euch dann auch noch gleich zeigen. Falls ihr noch einen kleinen Hunger habt oder später kommt. Fangt ihr an, ich mach den Schluss. Ja, hier sind unsere Green Smashes. Der Sven hat eine Pina Colada und so sieht Daniels Cosmic aus. Hat ein bisschen was von Captain America. Brinas Essen ist jetzt da, ihre Kartoffeln und ihre Chicken Wings. Sieht echt gut aus, muss ich sagen. Ja. Mal gespannt, was du gleich berichten wirst. Heute frühstücken wir im Downtown Restaurant. Da waren wir ja gestern noch nicht und ich bin sehr gespannt, was es zu frühstücken gibt. Frühstück ist nicht im Hotelpreis inkludiert, kostet 28 Euro ohne Jahreskartenrabatt. Und mal sehen, was da alles so dabei ist. So, wir sitzen jetzt hier an unserem Platz. Es gibt Hotel New York Tassen, eine Spider-Man-Unterlage und ja, mal sehen. Jetzt gibt es erstmal Orangensaft. Bonjour. Es gibt entweder Apfel- oder Orangensaft, könnt ihr euch aussuchen. Orange Juice, please. Thank you. Es ist ein All-You-Can-Eat-Frühstück und das Menü findet ihr sogar in der Disneyland-App. Also ihr könnt euch sogar vorab schon mal informieren, was es so gibt. Und ja, hier könnt ihr euch das aussuchen. Cerealien, Früchte. Dann gibt es Kuchen, kalte Platten, warme Platten und Waffeln. Und ich habe mir jetzt schon mal hier die Salmon, also Lachs-Bagels. Thank you. Und es gibt sogar Smoothies. Und ja, mein Lachs-Bagel, die Brina hat die Käseplatte. Und der Sven hat die Mixed
Platte mit Früchten. Und ich krieg gleich noch ein bisschen Rührei und noch eine kalte Schinkenplatte. Brina hat sich noch die amerikanische warme Platte sozusagen bestellt mit Bacon, Rührei, Kartoffeln und Würstchen und Toast. Ich habe mir nur Rührei bestellt, das ging auch. Und ich warte jetzt noch auf meine Wurstplatte. Wir sind jetzt fertig hier mit unserem Frühstück im Downtown-Restaurant. Ich muss sagen, ich würde für den Preis nicht wiederkommen. Ja, ich fand es in Ordnung, aber 28 Euro ohne Jahreskartenrabatt ist schon ein ordentlicher Preis. Die Brina fand es ganz gut. Ja, die amerikanische Platte, die war sehr, sehr lecker. Vor allem die Kartoffeln waren super gut. Was es leider nicht gab, waren die Marvel Pancakes, also mit Captain Marvel drauf. Ja, der Smoothie war jetzt einfach ein zusammengemixter Saft. Ja. Man kann es mal testen, aber ich gehe dann doch lieber irgendwie gerne mittags oder abends was Warmes essen, als jetzt hier zu Frühstück, und bringe mein Frühstück lieber von zu Hause mit. Daniel? Ja, also es ist schon in Ordnung, muss man schon sagen, aber der Preis ist zu hoch für 28 Euro für ein Frühstück. Wenn man bei uns in Deutschland für 28 Euro frühstücken geht, dann bekommt man Lachs und alles Mögliche. Und es ist ein recht einfaches Frühstück und natürlich wieder alles Convenience-Produkte. Wir haben statt den Waffeln, die es ja leider nicht mehr gab, haben wir Crepe bekommen. Das war auch wieder aus der Packung, den kennt er ja hier. Aber er war okay, also es hat geschmeckt, aber für den Preis Convenience anzubieten, ist halt schon so ein bisschen hart. Und mein Rührei war halb Milch, halb Ei aus der Packung. Also, naja. Das so viel dazu hier aus dem Downtown-Restaurant. So, wenn ihr jetzt hier in die Lobby reinkommt, findet ihr zur Linken einmal die Rezeption. Da könnt ihr euer Gepäck abgeben. Da werdet ihr zum Flughafen gebracht oder da kommt der Bus zum Flughafen. Und hier zu meiner Rechten ist die Skyline Bar. Hier geht's zum Kids Club, zum Schwimmbad, zum Fitnessstudio. Da geht es zum Park und ins Disney Village. Da ist der Concierge. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Da direkt ist der Shop und da geht's auch weiter zum Empire State Club, zur Lounge, zum Convention Center und zur Superhero Station. Wir schauen jetzt im Shop vorbei, in der New York Boutique. Hier seht ihr schon ein bisschen Artwork, welches ihr euch kaufen könnt. Das sind hier diese Figuren, die auch hier in der Lobby stehen. Die könnt ihr euch in klein auch zu Hause kaufen oder für zu Hause kaufen. Und den Rest unterlege ich jetzt mit Musik.
machen uns jetzt auf den Weg zur Marvel Superhero Station. Da haben wir ja gestern uns einen Slot reserviert für 11 Uhr. Spider-Man ist übrigens zwischen 8 und 15 Uhr noch da. Das heißt, wenn ihr einen Termin nach 15 Uhr bucht, könnt ihr Spider-Man nicht mehr treffen. Ansonsten ging es auch über die App nicht bei uns, weil wir über Expedia gebucht haben. Aber die an der Rezeption war sehr hilfsbereit und hat uns dann hierher geführt und mit uns hier den Termin gemacht, direkt vor Ort. War gar kein Problem und ich bin sehr gespannt, wie es drinnen aussieht. Uns wurde gerade berichtet, dass wir zuerst einen Superhelden treffen werden, und zwar Spider-Man. Und dann gibt es noch 8 weitere Stationen für Fotos. Hi! How are you? Good, and you? Good, excellent, perfect. See, we look the same. Yeah, but... My name is Simone. You might be wearing the same thing, but you are not the same. No, we're not. Each and every one of you are so unique. Yeah, that's true. So, tell me about your day. You also have fun today? Yeah, we have a lot of fun. Great day, right? You know, the people make it special. The people around. Are you telling me? Look at you. Yeah. People make it all of you here. You just made my day, guys. All of you. Thank you. Especially the birthday boy. Yeah. Of course. Alright? So, shall we take one all together? Of course. But first, I would like to know who's your favorite superhero. It's Thor. Oh, it's Thor. And why Thor? Because he's good looking. You think so? She said he's hot. He's hot. You mean like because he's wearing a lot of things? No, because he has muscles and he's very good looking. Sexy. I feel so embarrassed right now. Sorry. But you know what? I can work out, right? Okay, you can walk. He's 1 million years old. I'm not. You can train a little bit more. Yeah? Like push-ups and everything. Yeah? Shall we do that now? Yeah. Ready? You ready? Yeah. 1, 2, 3, 4. Tell me to stop. Yeah. Das sagst du nicht nochmal. Is it good? Yeah, good. Can I stop? Yeah, we should stop. You are awesome. Well done. Woo! I am so impressed. You are so good at this. Let's have some pictures. Of course. You ready? Yeah, ready. 3, 2, 1. So, nach der lustigen Aktion mit Spider-Man stehen wir jetzt hier in der ersten Kulisse, oder Pina? Sehr schön. Ich komm mal raus, dass ihr was zeigen könnt. Das ist Dr. Strange hier. Hier sind immer so Schilder, die sind uns dann nochmal erklärt. Die zweite Fotolocation ist hier dieses umgedrehte Zimmer. Wenn man das Foto dann dreht, sieht es so aus, als wird man wie Spider-Man an der Decke hängen. Das sieht schon cool aus. Brina, demonstrierst du es mal bitte? Sehr gut. Wollen wir die Kamera drehen? Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat, aber mal gucken. Wir sind raus aus der Superhero Station. Ich muss sagen, es hat richtig viel Spaß gemacht. Spider-Man war mein Highlight mit den Liegestützen. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber es war sehr, sehr lustig. Auch Daniels Interaktion zum Geburtstag war richtig cool von ihm. Und wir haben den ganzen Laden aufgehalten, aber es war sehr cool. Und auch die Fotospots, die sehen richtig cool aus, die Bilder auf dem Handy. Und ja, es ist aber nur für Hotelgäste tatsächlich. Also wenn ihr hier übernachtet, könnt ihr das buchen. Ansonsten könnt ihr nicht einfach hier reinspazieren und da durchlaufen. So viel noch dazu gesagt. Also es war echt cool. Und wenn ihr hier seid und übernachtet, auf jeden Fall hier einen Termin buchen. Wir sitzen jetzt hier in der Bleecker Street Bar und genießen unseren letzten Drinks hier im Hotel, bevor es gleich in die Parks geht. Und der war jetzt bei der Buchung dabei, den gibt es gratis. Das ist der Mystic Glow Cocktail. Sieht sehr, sehr gut aus. Gibt eine Variation, die kommt auch in der Skyline Bar, diesen gratis Cocktail. Und gleich gibt es noch das Lemonade Elixier. Das müssen wir natürlich bezahlen, aber das ist dieser Dr. Strange Limonade, die Farbe wechselt. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. Für 6 Euro könnt ihr euch hier so ein ganz tolles Dr. Strange Getränk nehmen. Das Lemonade Elixier. Wir sehen hier jetzt was Blaues, keine Ahnung was es ist. Und hier was Zitroniges, denke ich mal. Und wir gießen das jetzt mal hier rein. Wir können sehen, es wird lila. It's magic. Dr. Strange. Sieht cool aus. Ich hoffe, es schmeckt.
Und das übrigens 6 Euro. Unsere 2 Tage hier im Hotel New York, die Art of Marvel, sind vorbei. Unser Fazit, oder erstmal mein Fazit, es ist ein sehr, sehr schönes Hotel, aber es steht halt im Disneyland. Also man kann jetzt vom Service nicht allzu viel verlangen. Also der Service war wirklich teilweise unterirdisch. Gestern, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, die Aktion, Daniel hatte ja Geburtstag und wir haben Kuchen, also Brina war... Hattet. Brina war dann im Restaurant und hat einen Geburtstagskuchen bestellt und hat gesagt, ne, hier ist eine Überraschung, bitte die Mädels am Tisch ansprechen da drauf. Und dann kam der andere Kellner, nicht ernsthaft, zu unserem Tisch. Ja, ihr habt ja einen Kuchen bestellt. Oh. Das fanden wir erstmal schrecklich, dann auch gestern im Manhattan-Restaurant. Man hat wirklich gemerkt, dass die Kellnerin uns rausschmeißen wollte. Dieses Essen kam so schnell und wir hatten dann, was ist mit meinem Haar? Nichts, alles gut. Alles gut? Wir hatten das Essen so schnell bekommen und auf einmal, wir waren fertig mit dem Dessert, da kam schon die Rechnung und wir wollten eigentlich noch zu Ende trinken. Und dann hat sie gemeint, ja, ihr könnt dann da vorne bezahlen. Dann hatten wir das Bargeld in dieses Mäppchen gelegt. Ach, komm, ich nehme das, ich bringe euch das Restgeld. Ne? So nach dem Motto, ne, wann geht ihr denn endlich? Also das fand ich ein bisschen doof. Ansonsten, der Check-in lief super, sehr freundlich am Check-in. Und das größte Manko war leider im Zimmer. Die Klimaanlage hat nicht funktioniert. Das heißt, wir hatten heute Nacht die Sauna. Hätten wir uns natürlich beschweren können direkt am Anfang, haben wir jetzt nicht gemacht. Unser Fehler. Also für 500 Euro die Nacht kann man es mal für besondere Anlässe wie jetzt Daniels Geburtstag machen, aber nicht immer. Und jetzt zu Daniel. Ja, ich kann gar nicht viel da hinzufügen. Also du hast ja schon eigentlich alles gesagt. Es ist ein schönes Hotel. Es ist wirklich schön eingerichtet. Dieser ganze Stil, dieses, wie es dekoriert ist und so, ist alles toll. Der Geruch, es ist alles aufeinander abgestimmt. Aber es ist, wie du eben schon gesagt hast, es ist halt eben im Disneyland. Und es ist so, dass die Hotels hier schon... Ich bin kein Fan der Disney-Hotels hier. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich es umgehen kann, dann buche ich mir auch außerhalb lieber was. Weil erstens ist es sehr, sehr teuer. Und zweitens ist es den Preis nicht wert. Und 500 Euro ist dieses Hotel nicht wert. Und ich stelle natürlich dann Vergleiche an und überlege dann, okay, für 500 Euro kann ich, was weiß ich, eine Woche in Urlaub fliegen. Oder ich kann in anderen Freizeitparks dafür 2 oder 3 Nächte sogar übernachten. Wo der Service dann nochmal anders ist. Wo die Zimmer auch nochmal schöner sind. Ne? Und das ist so, es ist schön, ich bin froh, dass wir es gemacht haben und um Gottes Willen, es ist absolut ein tolles Hotel, aber es ist nicht das Geld wert, das ist, muss man ganz klar sagen. Ja, so viel dazu, ich habe jetzt mal meine Maske auch abgenommen, wir sitzen nämlich hier, ich hatte die ganze Zeit noch an. Ja, das war unser Fazit hier zum Marvel Hotel, kommentiert gerne mal unten, ob ihr hier schon mal übernachtet habt oder gerne mal hier übernachten würdet. Wärt ihr bereit, diesen Preis oder sogar noch mehr zu bezahlen? Was würdet ihr hier pro Nacht bezahlen wollen? Das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ja, ich hoffe, es hat euch sonst gefallen. Bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!